Herzlich willkommen zu unserer nächsten Episode vom Let's Play Minecraft aus unserer Welt Creep. Und ja, ich werde mich jetzt mal auf den Weg machen und wahrscheinlich wieder sterben. Bleibst du mal kurz dabei. Bei mir? Ja? Was hältst du davon, dass wir ganz kurz hier unten noch ein Bild anlegen, bevor wir wieder separiert das durch du die gerne Welt machen. Laufen? Ich will einfach nur ein vergammeltes Stück Wolle brauche ich. Dann geh halt Wolle holen, ja. Wenn du unbedingt musst. Du mit deiner Wolle. Über meine schöne Hängebrücke rüber. So, hier ist unser Inventar ausladen. So, wenn ich jetzt natürlich nicht vergessen hätte, wo die Schafe waren, wäre das echt cool. Tja. Das muss man halt wissen, ne? Ich glaube, es war da hinten irgendwo, ne? Da hinten irgendwo? Irgendwie lass mal wieder normal sprechen. Ich glaube auch, ja. Wenn man das nicht richtig kann, sollte man es lassen. So, aber da sind Esel. Ach, hast du jetzt eigentlich eine Leine? Kannst du jetzt Leinen machen? Dann müsste ich... Ich glaube schon. Mach das mal, dann können wir jetzt nämlich anfangen, Tiere zu sammeln. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie sie gehen. Ist natürlich blöd. Ich glaube, das war Faden und Blubs. In der Mitte. Faden, 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 Faden. Ja, ich hab's raus. Nice. Nur. Ja, ich habe jetzt viel Lein. Richtig geil. Das ist schön. Weißt du, wo die Pferde sind? Aber brauchst du jetzt welche? Ich hab jetzt Bock auf ein Pferd, ja. Ja, du kannst jetzt eh nicht reiten ohne Sattel. Oder hast du einen Sattel? Stimmt, verdammt. Also. Gestorben, die Geschichte. Ich lasse die Leinen mal oben im Haus, ja? Okay. Ich bin jetzt hier nicht so hab die alle nur in meinem Inventar und so. Kannst du mir mal eigentlich erklären, warum ich jetzt, wenn ich Wolle will, ohne Schere losgezogen bin? Die Schere habe ich auch oben in der Kiste, oder? Ja, ich weiß, aber ich habe gerade zwei Schafe getötet und die haben beide nicht gedroppt. Hätte ich eine Schere gehabt, würden die beide noch leben und ich hätte meine Wolle. Warum tötest du Schafe? Weil ich keine Schere habe. Ja, dann hab. Nimm eine Schere mit. Es ja, ist ja nicht so, als wären wir zu arm dafür. Ich vergessen. So, hier meine wunderschöne Höhle, die jetzt weitergebaut werden Verdammt. Muss. Verdammt. So. Ne, das funktioniert so nicht. Bitte. Was ist denn das da hinten? Das sah irgendwie komisch aus. Das ist einfach nur ein Sandhaufen. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber auch gut. Jetzt habe ich über ein Stack Mauern. Ich meine Kuh geschlachtet. Über ein Stack Mauern. Ja, immerhin. Das ist so ähnlich wie das, was ich immer schaffe, ne? Ja, aber ich brauche sie auch alle. Ich hätte nur später wieder neue Dann. Gemacht. Ja, siehst du, wir haben die ganzen Holzhacken auch alle gebraucht. Ne, noch nicht, oder? Noch eine coole Schlachte. Ne, ein paar sind da noch, aber wir brauchen ja, wenn wir jetzt ein neues Beet anlegen wollen. Ich hab grad gedacht, du bist gestorben. Nee, keine Sorge. Dann hätte ich mehr Panik geschoben. Weil es kam dann also auch so ein Geräusch und dann unten die Meldung und ich dachte so, okay, das war's. Das ja, ich war's. Weiß nicht, so ein cooler Erfolg, den ich wahrscheinlich auch schon zum dritten Mal oder zum vierten Mal jetzt errungen habe. Ja, die Erfolge zählen ja jetzt pro Welt und nicht mehr pro Charakter, ne? Ja, selbst auf dieser Welt habe ich den schon 7 Mal errungen oder so. Das ist einfach nur behindert, dieses System. Das funktioniert nicht. Jetzt habe ich es doch schon wieder verstanden. Naja, hoffen wir mal, dass mit dem nächsten Update, dass jetzt irgendein Fix kommt. Ein bisschen fixen. Das wäre echt schön. Na, ich komme jetzt mal wieder zurück. Wieso? Ah, doch, ich habe eine Wolle gekriegt. Fällt mir gerade auf. Dann hat sich das Problem ja gelöst. Wofür braucht es jetzt noch eine Wolle? Eigentlich. Ich will was bauen. Was willst du bauen? Wolle will ich bauen. Du willst Wolle bauen. Was willst du bauen? Ich will aus Wolle was bauen. Das wird eine Überraschung. Ist das meine Falle? Nein. Ich hoffe es für dich. Aber wenn du mich jetzt angelogen hast, habe ich das Recht, dir 10 Fallen zu bauen. Was? Wieso das denn? Nur so. Hey, nein, das macht keinen wenn Sinn. Wenn du mich anlügst?
Man lügt nicht unter ehrenhaften Minecrafter. Das gehört sich nicht. Das gehört sich auch nicht, einfach jemanden zu erschlagen, nur weil er gerade in der Ecke vom Haus steht. Ich hab dich nicht einfach so erschlagen. Die Episode hast du mich so provoziert, die ganze Zeit. Ach, provoziert habe ich dich? Ja, wir hatten geschummelt. Und du hast mich zurückgeschlagen. Komm, hör mal mit diesem Mist auf, wir sind ja professionell, ja? Wir sind viel zu professionell dafür, stimmt. Ja. Du hast mich gehauen! Genau. Lass uns professionell sein. Wir versuchen's. Meistens scheitert's. Hm. Nach 5 Minuten. Nein! Doch. Aber so ist es. Wenn man einfach in der Welt zu zweit lebt und miteinander klarkommen muss, also... Wie behindert ist das denn? Nicht behindert, sondern geil. Wie geil ist das denn? Was denn? Das, was ich hier bauen will, funktioniert nicht so, wie es soll. Was baust du denn? Eine Überraschung. Ja, eine Überraschung. Meine Spitzhacke ist gerade... Was cool ist, was du noch nie gebaut hast beim Survival. Aha. Das funktioniert nicht, weil ich dafür zu blöd bin. Dann bin ich jetzt gespannt, was du baust. Und ich hab Eisen gefunden. Kommt kein Huhu, schön. Huhu, nice. Ach, one. Da habe ich mich auch drauf gefreut. Ah, ich hacke ja. Hey, wie geht das? Was möchtest du denn machen? Kann ich dir helfen? Ich weiß, wie es geht. Kann ich dir helfen, mir die Überraschung zu nehmen? Nein, es geht schon. Oh, ich will mir doch die Überraschung nehmen. Ich schlage den Stein und den Stein und den Stein. Nee, so war es auch nicht. Ja, ich denke, die Höhle hat irgendwann Potenzial. Eigentlich jetzt schon. Kacke. Was machst du für Geräusche? Komische Geräusche. Sag mal, hatten wir nicht noch irgendwo Leder oder ist das eben alles draufgegangen, als ich verreckt bin? Ich weiß es nicht. Wenn du es dabei hattest. Guckst du mal unten in der Truhe, wo mein Name draufsteht, ob da Leder drin ist? 2 Etagen über mir. Und ich hab eine Etage noch gar keinen Weg nach oben. Das ist natürlich blöd. Kannst du irgendwo so einen Zaunpflock machen, dann hole ich mal gerade Tiere, ja? Warum wusste ich, dass das bald kommen wird? Was willst du denn holen? Ah, ich denke, ich hole jetzt 2 Pferde und 2 Esel. Willst du nicht einfach unten weiterlassen, weil es dann einfach sinnvoller ist? Weil oben müsstest du erst ein Gehege oder so bauen oder irgend sowas. Nein, wir flocken ja in der Höhle an. In der Höhle? Nee, tut mir leid, also das zählt nicht unter Tierquälerei. Würdest du gerne in der Höhle angeflockt sein? Hä? Bin ich ein Tier? Willst du das? Bin ich ein Tier? Hä? Ja? Hä? Was jetzt? Verdammt, die Sonne geht schon wieder unter. Schon wieder keine Schaufel. Was macht man da nur? Verdammt, jetzt eine Leine gerissen. Was hast du getan? Versucht Pferde mitzuschleppen, nur irgendwie wollten die nicht so wie ich wollte. Weißt du, wie teuer die Leinen sind? Nein, die habe ich ja wieder gekriegt. Ach so. Weil die können echt reißen, dann sind sie weg, glaube ich. Ich konnte die ja wieder einsammeln. Nein, weg. Ach so, okay. Das eine Pferd ist nun gerade so blöd, da hochzuklettern irgendwie. Okay, bevor diese Spitze kaputt ist, soll ich nach oben kommen. Sonst habe ich gleich ein Problem. So, jetzt. Um den Canyon des Todes herum. Kurz unten die Plätze einsammeln. So, jetzt gucke ich mal, ob unsere Pferde auch schwindelfrei sind, weil jetzt werde ich mit denen nämlich über die Hängebrücke klettern. Ich habe meinen Weg nach oben zerstört. Ich hatte recht. Das klingt nicht so intelligent.
Und ich habe auch keine Erde oder so dabei. Das ist natürlich schlecht. Oder ich fange direkt mit dem Treppenhaus an. Dafür habe ich aber nicht. Jetzt fahre ich sogar noch runter. Nicht genug Dingens dabei. Das ist blöd. Na gut, dann fange ich einfach hier mal an, Treppenhaus zu bauen. Zur Not musst du mich gleich retten kommen. Okay, die Pferde sind sogar intelligent und laufen um den Baum rum, wenn die da nicht drunter durchpassen. Cool. Also, wir haben zumindest schon mal zwei intelligente Pferde. Hoffen wir, dass sie auch schwindelfrei sind, weil jetzt kommt die Probe. Jetzt werde ich aber gucken, doch nicht über die Brücke, schaffe. Oder? Doch. Nein! Ich werde jetzt mit zwei Pferden über diese Brücke laufen. Warum habe ich das Gefühl, dass das schief gehen wird? Noch geht es, es geht, es geht, es geht. Ich habe die Hälfte geschafft. Du, lass die mir nicht da verrecken. Ja, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, beide Pferde über die Brücke zu bringen. Also ich würde mal sagen, die Brücke hat den Test bestanden und die Pferde auch. Hier muss ich, hier wollte ich hier so Holzkapufs reinbauen. Das ist nicht cool. Ah, und hier könnte ich mir vorstellen, oben noch so eine grüne Decke zu machen. Noch zwei Höhen oder so eine grüne Decke einzubauen. Nein, hier ist ein Skelett, hier ist ein Skelett, hier ist ein Skelett. Patch und Fliege voll. Süß. So, mein eines Pferd ist allerdings irgendwie buggy. Ja. Das steckt nämlich im Boden drin. Es steckt im Boden drin. Ja. Interessant. Also, ich hatte noch nie eins, was im Boden drin steckt. Vielleicht doch. Auch nicht. Ach, egal. So, dann werde ich jetzt mal einen Zaun bauen und die Pferde da mal einzäunen. Mach das. Hier unten die Kisten sind voll, ne? Das ist nicht gut. Ja, besonders weil ich eigentlich irgendwann jetzt Platz brauche. Und mein Eisen geht zu Ende. Das ist auch nicht gut. Ist hier irgendwo noch was drin? Was man verwenden könnte. Nein. Ups. Nein. Zombie. Und mir mangelt es definitiv an Zäunen. Es mangelt an Kohle. Es mangelt an allem. Lass uns das mal festhalten. So, hier der Gang ist gerade viel zu schmal. Der muss definitiv erweitert werden, aber erst will ich hier, dass die Öfen noch ein bisschen produktiver arbeiten. So, ich werde gerade die beiden Pferde zähmen. Hört sich nach einer edlen Tat an. Das hört sich gekonnt an. Sind die jetzt oben bei der Hütte? Ja. Wahrscheinlich zwischen Burg und Beet, oder? Also Turm und Beet, sorry. Ja, genau da. Hab ich mir doch gedacht. Wie ich deine Gedanken lesen kann, unglaublich. Ich habe die Fähigkeit. Zu tun. Okay, ein Pferd ist gezähmt, jetzt zähme ich auch doch das zweite. Ich beschwere mich die ganze Zeit, dass ich keine Kohle habe und habe schon jetzt das zweite Mal Kohle gefunden und nicht abgebaut. Ist das sinnvoll? Stelle ich gerade eine rhetorische Frage. Das klingt nicht sinnvoll, nein. Okay, jetzt brauchen wir nur noch einen Sattel. Dann werde ich das jetzt gleich abbauen, damit wir schön brennen können. Aber hier ist wieder ein Skelett. Aber nicht, dass du mir mit den Dinger, mit den Pferden hier über die Klippen springst und denkst, du bist Tarzan oder so. Nee, keine Sorge. Sicher? Ja. Du bist nicht übermütig? Nee. Du stehst auf dem Berg, du musst erst runterkommen, wenn du los weiterarbeiten willst. Wäre es nicht sinnvoll, einfach unten in der Ebene einen Stall zu bauen? Wäre es wahrscheinlich, aber ich habe jetzt Lust hier, die Pferde hochzubringen. Okay. Okay, ich komme mal zu dir runter.
Boah, ist hier ein großes Kohlevorkommen, das ist ja richtig geil. Das ist gut, wenn man bedenkt, was wir für einen Kohlemangel hatten. Immer noch haben. Ich hoffe, die Pferde sterben da oben jetzt nicht, während ich hier unten das bin. Das reicht nicht. Wie, es reicht ja, nicht? Ja, es reicht ja immer noch nicht. Ist ja nicht so, als würde es jetzt aussorgen oder so. Ah. Kommst du mal hier zum Bett? Willst du pennen gehen? Ja, schon. Oh, bist du schon wieder müde geworden. Du hast hier ein bisschen wenig Säulen stehen lassen, oder? Da unten? Die hast du ja alle abgepflückt. Hier die nicht, ne? Doch, da hast du mitgearbeitet. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, du hast so viele abgerissen, dann scheiß drauf. Naja. Dann bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.